über diesen Traum vom deutschen Meistertitel sprechen wir mit Vorstand Christian Seeger. Also der Traum, der wäre aber, stand jetzt immer noch eine Sensation, müssen wir noch eigentlich realistisch eingeordnet sagen. Ja, das sehe ich genauso. Nach 3 Jahren erster Liga, erstes Jahr Klassenerhalt, zweites Jahr dann überraschend Vizemeister. Jetzt natürlich die Ambitionen ein bisschen höher wie am Anfang, auch versuchen wieder unter die ersten 4 zu kommen. Das haben wir jetzt schon eigentlich geschafft und jetzt kommt es halt darauf an, was am letzten Spieltag passiert. Ja, und dann geht es ja noch darum, tatsächlich diesen Platz 2 entsprechend auch zu sichern. Könnte auch noch theoretisch Platz 3 sein. Sophia Klee hat es eben im Beitrag auch gesagt, also wichtig, Platz 2 zu kriegen, um die Viertelfinals auszusetzen. Nicht nur vielleicht wegen der Belastung, sondern auch für die Spieler, die noch in der Zwischenzeit ein bisschen auch anderweitig Geld verdienen können. Genau, die Spieler sind alle sehr angespannt und überall unterwegs, Europa, auch auf der Welt. Unsere Nummer 1 ist jetzt gleich nach dem Spiel nach Korea unterwegs zu einem Champions-Turnier. Und es wäre jetzt natürlich dann am 7.4. gegen Bingen für uns wichtig, den 2. Platz zu untermauern, um dann ein bisschen Luft zu haben für das Halbfinale und vielleicht sogar dann noch wieder das Finale. So, und trotz allem Realismus, Platz 2 momentan in der Liga, also auch relativ sicher dann wieder nach oben gearbeitet. Was ist denn aber immer noch so diese Luft, die beispielsweise zu einem Topverein wie dann Berlin fehlt? Ja, Berlin, kann man so sagen, ist das Bayern München des deutschen Damen-Tischtennis. Und im Endeffekt läuft es über das Material der Spielerinnen. Und das ist natürlich eine Sache auch der finanziellen Möglichkeiten. Und da hat Berlin auch durch ihr langes Standing in der Liga ganz andere Möglichkeiten, wie wir jetzt als Weinheim. Ja, und trotzdem schon ordentliche Fußabdrücke hinterlassen. Jetzt könnte man auch sagen, es ist zumindest noch im Bereich des Möglichen, dass 2 Spieler, nämlich Yuan und Klee, zu den Olympischen Spielen fahren. Die sind noch im Perspektivkader, aber unmöglich ist es ja grundsätzlich nicht. Ja, das ist natürlich der große Traum jeder Spielerin, Olympia. Das, ich glaube, da arbeitet jeder drauf hin. Beide sind auf der Warteliste. Man wird sehen, was kommt. Und sie müssen sich jetzt halt konzentrieren auf den Verein und hoffen, aber nebenher natürlich ganz stark oft bei Olympia berücksichtigt zu werden. Und wenn man das so sieht, dann kann man auch sagen, muss man sich nicht unbedingt um den Tischtennisstandort Deutschland Sorgen machen. Nein, das denke ich nicht. Gerade im Damentischtennis ist doch einiges auch jetzt da, was nachrücken kann in dem Ganzen, auch bei uns im Verein. Wir legen nicht nur Wert auf erste Bundesliga, wir haben noch eine dritte Bundesliga und eine Regionalligamannschaft mit jungen Talenten besetzt, wo alle auch mal das Ziel haben, erste Liga und dann vielleicht auch Olympia spielen zu können. Wir drücken die Daumen, aber insbesondere jetzt erstmal für den Saisonendsport. Christian Seeger, Vorstand des TTC Weinheim. Vielen herzlichen Dank und alles Gute für die Playoffs. Danke fürs Kommen.